Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu einem neuen Battlefield 4 Live-Commentary. Wir haben heute ein bisschen Facecam-Action dabei und spielen Conquest, Large? Large oder das normale Conquest? Nee, 5 Flaggen, sieht nach Large aus. Auf der Map Flood Zone, eine meiner liebsten Maps aus Battlefield 4. Mal gucken, ob wir heute eine ordentliche Runde hinbekommen, die, sich lohnt, auf YouTube zu featuren. Gucken, was heute so bei rumkommt. Ich spiele natürlich als Engineer, meine eigentlich Go-To-Klasse, zumindest am Anfang von Conquest-Spielen. Da wir da immer relativ, oder ich immer sehr glücklich darüber bin, gegen Fahrzeuge was machen zu können. Zwischendurch kann man dann schon auch mal auf andere Klassen wechseln, aber Engineer ist meistens die, mit der ich starte. Jetzt heißt aber gerade die größte Aufgabe eigentlich überhaupt erstmal auf die Dächer zu kommen. Ich habe das Ganze schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich hier meinen Weg gar nicht richtig finde. Spielen heute übrigens mit der G36C, einer meiner Lieblingskarabiner. Und gucken mal, was wir damit ausrichten können. Hier haben wir doch bestimmt ein paar Stragglers. Ja, dankeschön, die zwei ersten Kills, sehr schön. Direkt mal die G36-Power gezeigt. What the fuck? Hui. Das war mir gerade ein bisschen zu viel. Da musste ich erstmal raus. Mal gucken, ob wir hier einen Medic in der Nähe haben. Nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, von welchen Seiten die da gerade alle gekommen sind. Das wurde mir aber auf jeden Fall viel zu bunt. Weswegen ich einfach mal kurzerhand geflüchtet bin. Man könnte sagen, es war ein Feigling-Move. Aber hey, vielleicht war es auch einfach nur der intelligente Move in dieser Situation. Denn irgendwie war ich so ein bisschen in einem Sandwich drin. Und das war auf jeden Fall ein Sandwich der nicht so ganz leckeren Sorte. So, wir befinden uns in einem schönen Helikopter über B. Gucken, ob wir gleich einen guten Absprungpunkt finden. Okay, B haben wir eingenommen. Das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Ah, richtig epic Battlefield-Moment hier gerade mit den mehreren Helikoptern, die aneinander hier vorbei rushen. Oh, da hatten wir natürlich keine realistische Chance. Mal gucken, ob wir den Typen hier kriegen. Hallo zusammen. Hallo. Und natürlich hier die Spawn-Beacons. Zack, 1, 2. Oh, danke für den Free-Kill. Da haben wir schön das Roof mal aufgeräumt, würde ich sagen. Und ich lade jetzt nur noch meine Rakete nach und dann bewegen wir uns auch schon wieder Richtung Boden. Denn ich möchte ja nicht einer der Sorte von Spielern sein, die ich gerade hier erledigt habe. Deswegen springen wir runter, kurzerhand. Und machen hier den nächsten Spawn-Beacon kaputt. Schön mit dem Messer, damit wir nicht auf dem Radar auftauchen und Munition wasten. Und planen unseren nächsten Vorstoß hier. Scheiße. Wow, oh, raus hier. In so einer Holzhütte hat man eben durchaus nicht den perfekten Schutz vor Kugeln, wie man sich denken kann. Deswegen war da auch der Rückzug wieder die richtige Variante. Jetzt bin ich aber gerade hier richtig offen. Ich muss mich mal irgendwie wieder ein bisschen in weniger feindliches Gebiet begeben. Gehen wir mal Richtung A. Hier auf der Gegenseite einige Straggler. Hui, 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 hui. Ist das hier ein Medic eigentlich? Ah, geil. Medic Pack. Sehr schön. Von da kam gerade die Grenade. Mal gucken, ob wir da irgendwas bekommen. Hab extra die M67 Standardgranate dabei, da die einen relativ großen Blast Radius haben. Hab eigentlich darauf gehofft, dass einer aus meinem Squad einen Grenadier Perk dabei hat, sodass ich zwei von den Dingern nutzen kann. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das der Fall ist. Muss ich gleich mal im Team Setup gucken. Aber das wäre durchaus von Vorteil, sagen wir es so. Ein bisschen spotten. Drüben haben wir auf jeden Fall einen. Hier ist gerade jemand runtergesprungen. Und so langsam kriege ich auch Probleme mit Munition, was ich gar nicht so gut finde. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob es nochmal pieken soll. Das ist halt ein Sniper, ne? Der weiß halt, wo ich bin. Ja, oder ich werde halt von hinten mit einem Phantom Bow erledigt. Das ist natürlich auch eine super Variante. So, wir bahnen uns wieder den Weg nach oben. Da geht halt immerhin, geht halt immer die meiste Action ab. Bitte schön. Kurzer Granatenaustausch. Mal gucken, ob er hier jetzt pusht.
Boah, das war richtig knapp. Huiuiuiui. Da habe ich nur den Firefight gewonnen durch meinen Headshot. Ich muss, glaube ich, auf die Sniper-Klasse wechseln. Also da schreien ja ein paar Leute danach, weggesnipert zu werden. Da gibt es allerdings auch noch ein Boot zu holen. Ich glaube, das machen wir mal zuerst. Abtauchen. Und rein da. Rein da. Keine Ahnung, ob ich da nochmal rausgedroppt bin. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, so langsam müsste ich den Kill nochmal bekommen. Hallo zusammen. So, komme ich da oben eigentlich hoch mit dem Boot? Komme ich sogar, aber hat schon jemand anderes erledigt. Kriege ich wenigstens den Spot-Bonus. So. Würde sagen, das haben wir ein bisschen geklärt. Nicht dein Ernst, oder? Was ein Penner. Also wirklich, nee. Das A-Objective, das müssen wir hier mal uns wiederholen. Wenn ich überhaupt mitten im Lav da reinkomme. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Danke da für den Spot. Wir haben jemanden oben am Geschütz. Ja, jetzt nimmer. Okay, hier ist ein Panzer über mir, glaube ich, wenn ich das richtig... Ah, ne, das ist unserer. Wo ist denn der andere? Da war doch gerade einer. Da haben wir ihn doch. Schön überfahren. What the fuck? Ach, da ist gar kein... Doch. Ich wollte gerade sagen, da ist gar keiner mehr drin. Aber ist dann wieder einer eingestiegen. Wie gesagt, ein bisschen kacke, dass ich meine alternative Waffe nicht dabei habe. Die Rakete irgendwie, sondern nur die Hauptwaffe. Enemy killed. Okay. Ich werde von einem Soflam gerade gespottet. Und A nehmen wir ein. Das ist gut. Komm schon. Flieg noch ein bisschen tiefer, dann kriege ich dich, Kelly. Schade. Will er nicht machen. Aus verständlichen Gründen. Fände ich auch eher ungemütlich. So, einmal voll bitte. Schönen Overview, bevor sich gleich wieder irgendein Sniper anschleicht. Der mich dann wieder mit C4 bestückt hier. Gucken, ob wir hier... Da haben wir jetzt einen Hitmarker bekommen. Für eine Menge Schüssen, die wir abgesetzt haben. Hier drüben haben wir einen Sneaker Bastard, der versucht, unser Zeug einzunehmen. Thank you for your tags! Motherfucker! Das war einfach nur scheiße. Ich würde ja wirklich gerne immer noch die Leute erledigen, aber... Na, was ein geiler Spawn. Ich raste aus. Komm schon. Jawohl! Ich habe nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Das war ein schöner Shot. Schade, dass sich das Ganze nicht voll entfaltet hat, dadurch, dass ich genau im selben Moment gestorben bin. Aber schöner Shot war es nonetheless. Und jetzt müssen wir aber wirklich hier den komplett verseuchten E-Stützpunkt mal schön wieder säubern. Weil irgendwie sind wir ja komplett wieder überrannt worden von einer ganzen Gruppe an Gegnern. Nein! Boah, wie hat der Typ mich nicht erledigt? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich habe einen Gunfight gewonnen, das freut mich. Ist schon auf dem Dach, oder was? Na geil. Ja, Junge. Das hast du nicht besonders intelligent gemacht. Sorry, aber... keine Ahnung, was der vorhatte. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. So. Geschütz. Ein bisschen... Kreuzfeuer. Ich spotte mehr, als dass ich irgendwas hitmäßig ausrichte. Aber reicht ja auch schon, ne? Ich benutze den mal hier als Spawnpunkt. Bewege mich aber ganz schnell wieder nach unten hier. Uiuiuiui. Hallo zusammen, da bin ich wieder. Wer hat mich vermisst? Niemand? Okay. Er hat mich vermisst. Hallo zusammen. So.
Es wäre super geil, wenn wir jetzt mal B einnehmen würden. Gut, dass ich ein paar Leute hier dabei habe. Sehr schön. Ah, von hinten. Von hinten, Jungs! Von hinten! So, wir sind wieder mit dem Boot unterwegs. Nein! Oh, überall Menschen! Okay, ich glaube, wir sind außer Gefahr. So, du kannst dein Boot alleine haben. Ich habe gerade jemanden gehabt, der auf mich gespawnt ist. Der ist natürlich jetzt wirklich enttäuscht, dass ich rausgesprungen bin als Fahrer. Aber dafür hat das Ding für sich. Also soll er nicht rummeckern. Oh, hier ist viel los. Uiuiui. Schöner Squad spawn. Stirb. Schade. Ich dachte, ich krieg ihn vielleicht mit der Granate. Jetzt habe ich aber auch hier ein bisschen Squad-Unterstützung. Das ist gut. Mal ganz vorsichtig hier hoch pieken. Weil ich glaube, das ist hier ist alles voll. Hier ist wirklich alles voll mit Gegnern. Rund um diesen Punkt. Uiuiui. Und von Granaten offensichtlich auch. Brauchen wir alles nicht. Ja, das ist so viel zum Thema vorsichtig pieken. Aber ich wurde revived. Geil, wir haben hier einen sehr schönen Teammate dabei. Finde ich gut. Man hört bereits die Endmusik. Kein gutes Zeichen. Das bedeutet eigentlich, Rettung kommt zu spät. Ach du Scheiße. Jesus fucking Christ, wer kommt denn da alles? Das komplette Team. Aber so oder so, keine Rettung mehr für uns. Ich hoffe, dieses kleine Live-Commentary hat euch gefallen. Die kleine Live-Session. Man muss sagen, ich habe ein bisschen zu spät erst auf den Ticketstand geguckt und nicht wirklich alles gegeben, was ich konnte. So Play the fucking Objective-mäßig. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. 60 FPS Gameplay, 60 FPS Live-Cam mit einem schönen Overlay. So ungefähr werden auch übrigens meine Twitch-Streams aussehen. Also lasst mir auf jeden Fall unten ein Feedback da zum Live-Commentary und wie ich das Ganze drumherum, das Editing und so weiter gefallen hat. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann! Euer Hans.